Großeinsatz für die Feuerwehr Langgöns. Wir sind hier in Langgöns, Ortsteil Oberglehn, in der Firma Bilgeri. Hier ist es zu einem Dachstuhlbrand gekommen aus noch unbekannter Ursache. Wir sind momentan bei den Löscharbeiten. Als die Feuerwehr eingetroffen ist, hat der Dachstuhl schon in vollen Flammen getroffen. Derzeit sieht es so aus, als wenn wir den Schaden auf das vorgefundene Ausmaß begrenzen können. Da oben ist ein Rohbau, befindet sich im Ausbau, wohl für Wohnungen. Unten drin sind Lagerräume. Wir waren hier schon öfter im Einsatz. Das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Jahren, auch im Winter hier bei Schnee. Die Brandbekämpfer rückten den Flammen mit einem massiven Außenangriff zu Leibe. Auch über das Gebäudeinnere wurden die Flammen bekämpft. Die Löscharbeiten zogen sich über rund 4 Stunden. Um 17.53 Uhr wurde Feuer ausgemeldet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Gießen haben die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 80 Brandbekämpfer im Einsatz. Es sind die Feuerwehren aus der kompletten Gemeinde Langgöns da, die Feuerwehr aus Lindenthal und die Feuerwehr aus Butzbach.